selbst. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich suche hier immer noch nach den Seelenkelchen. Zwei Stück fehlen uns noch, die hier irgendwelche reichen Händler haben sollen. Damit wir die eine Quest hier erledigen können. Und, warte mal, wenn wir kurz mal gucken. 351.000, wir haben 335.000. So an Erfahrungspunkte. Die kriegen wir auch locker schnell zusammen, oder? Da lieber oben nicht hingucken. Welche Händler könnten hier noch so einen Seelenkelch haben? Hier, die Hütte hatten wir noch nicht durchsucht. Das Zelt hatten wir noch nicht durchsucht, glaube ich. So, da hinten waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Hier haben wir noch einen. Du elender Dieb! Okay, der hat mich gesehen. Bleib stehen, du Hund! So, ein Kelch noch. Einen brauchen wir noch. Halt ich mal ein bisschen Abstand von dem. Okay, der ist weg. Wer könnte noch so einen Seelenkelch haben? Und ich glaube, da unten in der Ruine müssen wir... Alter, da hinten geht es ja noch weiter, diese Ruine. Was waren das für Städte hier? Oh, hier haben wir noch so einen seltsamen Pilz. Was hat es mit diesen seltsamen Pilzen auf sich? Warte mal, da geht es sogar noch weiter nach oben in der Arena. So, die sind jetzt mir ein bisschen nicht so freundlich gesinnt. Aber wie kommt man nach da oben? Hier ist keiner. Ramon? Hier oben waren wir schon. Vielleicht da oben? Es fehlt ja nur noch einer. Genau, da waren wir. Ich habe jetzt sonst keine Ahnung, wo ich noch suchen müsste. Nach den Seelenkelchen. Ja, hier hatten wir schon. Ich habe die Befürchtung, dass einer vielleicht doch beim Chef hier sein könnte, wie der hier auch noch immer hieß. Wo wir noch nicht hin können. Erst ab. Komm, dann Perso. Dich kenne ich nicht. Bist du aus dem Norden? Könnte man so sagen. Auch auf der Suche nach Profit. Was? Ja. Tja, was auch sonst. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich kaufe, ich verkaufe. Was willst du hören?
Ich bin Artefakthändler. Und wenn nicht ständig was schief läuft, bin ich auch ganz zufrieden mit meinem bescheidenen Dasein. Okay, was läuft bei dir schief? Die Sklaven am Tempel haben den Orks die Artefakte gestohlen und sie hier in der Stadt verkauft. Das war eine Bereicherung für jeden Händler hier in Murasul. Doch seit der Sklave Yusuf erwischt wurde, laufen die Geschäfte nicht mehr. Erzähl mir mehr über diesen Artefaktdieb Yusuf. Er war der beste Dieb unter den Sklaven. Er hat sogar die Schlüssel zum Tempel von Murasul geklaut und sie in der Stadt verkauft. Die Dinger sind das Wertvollste, was die Orks da draußen bisher ausgebuddelt haben. Es sind doch nur Schlüssel. Ja, ja. Aber die Orks wollen in den Tempel. Deswegen würden sie jeden Preis bezahlen, um an die Schlüssel zu kommen. Macht Sinn. Okay, wo ist der Sklave Yusuf jetzt? Er ist in die Wüste geflohen. Zuletzt habe ich ihn von Murasul nach Nordosten laufen sehen. Alles klar. Ich werde dir helfen, dein Geschäft wieder aufzubauen. Ich will, dass die Sklaven wieder für mich arbeiten. Schon klar, sie sollen Artefakte für dich klauen. Geh zum Tempel und sprich mit dem Dicken. Er beaufsichtigt die Sklaven dort. Überzeuge ihn. Mir ist egal, wie du das anstellst. Hauptsache, die Geschäfte gehen weiter. Artefakthandel, okay. Zeig mir deine Ware. Was hat er so? Oh, noch eine Steintafel. Hab ich was, was ich ihn andrehen kann? Noch? Nö, ich glaube nicht. Gut, machen wir einen Goldausgleich. Die Steintafeln, die sind mir schon sehr wertvoll. So, 59 haben wir jetzt mittlerweile. So, Ilja hatten wir jetzt schon gequatscht. Oben bei Ilja waren wir schon. Ich lege ihn mal kurz schlafen. Bis zum nächsten Morgen. So, gibt's hier noch was? Kann man da hoch? Da rein? Ich glaube nicht. Da waren wir ja schon. Wo könnte das letzte Ding hier sein? Wir brauchen ja nur noch einen Kessel. Einen Kelch meine ich, nicht Kessel. Der hat hier sowas nicht. Der Schmied vielleicht? Ismail? Obwohl, komm, wir machen bei ihm über das Schmieden bei. Schmieden, wie kann ich schwere Rüstung? 15 Lernpunkte. Wie schärfe ich meine Klinge? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay. Dann zeig mir, wie ich eine Erzwaffe schmiede. Was muss ich über Schürfen wissen? Machen wir später. Dann machen wir erstmal anderes. Gibt's hier noch so ein Kelch? Hier sind ja noch mehr Zelte. Vielleicht in einem dieser Zelte ist noch einer.
Hier ist keins. Aus den Zelten hatten wir ja schon, da wurden wir gejagt, ne? Ich glaube schon, dass das bei dem da ist. Wegen der Geschenke für Gonzales? Wegen der Geschenke für Gonzales. Sprich, was hast du anzubieten? Ich bringe Gold für Gonzales. Ich bringe Gold für Gonzales. Ah, ja. Gonzales wird sich freuen über diese Gabe. Gold ist immer gut. Jedoch macht Gold allein nicht glücklich. Okay, Kann ich jetzt mit Gonzales sprechen? Ich glaube, das wird nein. Noch nicht. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Okay. Also ich kann da noch nicht hoch. Was ist mit ihm? Der hat keinen Kelch. Hier ist auch kein Kelch. Vielleicht hier in den Zelten. Hier gibt es hier noch ein paar. Ansonsten würde ich den letzten Kelch später suchen wollen, ein andermal. Nee, hier haben wir einen. Hier haben wir den letzten. Dann haben wir den. Okay, wir haben alle. Für wen waren die nochmal? Die Kelche? Die Seelenkelche. Für Ramon. Suchen wir Ramon. Der muss da gewesen sein. Ne? Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Raufel, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich glaube dir kein Wort. Du stinkender Dieb. Ich ergreife erstmal kurz die Flucht. Bleib stehen, du Feigling! Okay, der geht weg. So, Ramon war hier, glaube ich, ja? Das gibt doch nur wieder Ärger. Ramon! Hier, da hast du die Seelenkelche. Hier, da hast du die Seelenkelche. Ha! Du bist klasse! Du hast was drauf! Gratuliere! Hier, ich gebe dir schon mal etwas Gold. Bis Danke. Ich mit den Dingern wieder bei den Händlern aufkreuzen kann, muss erst mal eine Zeit vergehen. Sollen die erst mal ein wenig schmoren. Okay, bring mir was über Diebeshandwerk. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. So, was kann er, das falschen? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, schweren Taschendiebstahl. Zeig mir, wie ich einen schweren Taschendiebstahl ausführe. Kein Problem. Genug Talent dafür hast du. Im Grunde genommen musst du nichts anderes machen, als bei deinen bisherigen Diebstählen auch. Ablenken und zugreifen. Schau deinem Gegenüber direkt in die Augen. Die meisten Leute finden das unangenehm und es lenkt sie ab. Dann greife zu. Es wird sich lohnen. Okay, nice. So, 4 Punkte haben wir noch. So, dann haben wir jetzt den schweren Taschendiebstahl. Hier, den. Dann unmöglichen Taschendiebstahl müssen wir noch lernen. Und den unmöglichen Schlösser knacken. Da fehlen uns aber noch ein bisschen Diebestalente. So. Niederschlagen. Müssten wir auch nochmal lernen. Niederschlagen. Warte mal, was macht denn das Niederschlagen genau? Der Held kann sich an sein ahnungsloses Opfer von hinten heranstechen und es mit einem Knüppel niederschlagen. Meucheln heranstechen und ihn durch einen gut gezielten Stich töten. Ich speichere jetzt mal. Wir haben jetzt noch ein paar andere Quests offen, die erledigt gehören. Kapo will sein Gold zurück. Was hat er hier gesagt gehabt? Es waren mindestens 700 Gold. Okay, aber von den Wachen war das. Nach Norden und Osten geschickt, aber sie haben nichts gefunden. Wer so dreist ist, sich mit Gonzales anzulegen, der ist auch dreist genug, in der Nähe zu bleiben. Nordosten, würde ich sagen.
Also die Richtung. Und warte mal, wie ist mein Ruf hier in Morasul? 45, okay. Da fehlen noch 30 Punkte. Das hier wollte ich mir angucken eigentlich auch. Was haben wir denn hier? Ich kann dessen Schwerter nicht mitnehmen. Was haben wir da? Kann ich nicht lesen. Schade, ich dachte, da könnte man lesen. Was haben wir hier? Ein Königsdistel. So, ich wollte da jetzt nicht feststecken. So, Krötenwurz und Morgentau. Der Scheiß wächst hier aber auch überall. So, da waren ja die... Vielleicht an dem Felsen? Nordosten. Ich muss jetzt eh erstmal einen Weg runterfinden, wieder. Nein. Ich dachte schon, ich falle jetzt hier in den Tod. Was haben wir eigentlich noch hier? Artefakthandel. Bestraft den Sklaven Yusuf. So, wenn du Glück hast, versteckt er sich in der Nähe. Wo ist dieser Sklave Yusuf? Er ist in die Wüste geflohen. Zuletzt habe ich ihn von Morasul nach Nordosten laufen. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß... Das sind wahrscheinlich die Nomaden im Nordosten hier irgendwo. Also die andere Fraktion. Und jetzt nochmal ganz genau hier. Irgendwo in der Wüste. Die kriegen wir hin, oder? Gleich fünf Stück? Ich glaube, gegen 5 schaffe ich es nicht. Gegen einen vielleicht. Okay. Kriegen wir hin. Was hat der? Wein. Wein müssten wir auch verkaufen. Fünf auf einmal? Schaffe ich nicht. Nein, nicht zwei. Nicht zwei. Einer? Ja. Gegen einen schaffe ich's. Ah!
Ein bisschen Abstand gewinnen, bitte. Ah, verdammt. So, auch geschafft. Was hat er hier? Schnaps und... Warum haben wir hier so viel Schnaps? So, beziehungsweise, warte mal, wir können mal gucken. Wir haben hier noch mehr Lebensmittel. Reis können wir auch mal zum Verbrauch hier packen. Gibt zwar nur 3 Lebensenergie. Sonst irgendwas? Hier, die Dinger packen wir auch mal hier auf die 9. Speichern wir mal. Und sehen zu, dass wir den nächsten hier jetzt mal anlocken. Ja, nur einer. Perfekt. Ja. So, nochmal Erfahrung 400. Perfekt. So, ich würde mal den Reis essen. Wir haben so viel Reis. Es macht zwar wenig Leben voll, aber ich will das auch zumindest mal ein bisschen reduziert haben. Kann noch einen Moment dauern. Ich glaube, das wird reichen fürs Erste. Und den nächsten bitte. Von denen. Komm. Sieht er mich nicht, oder wie? Ich wollte schon sagen. Wie nah soll ich denn bitte an ihn ran? Hier können wir kämpfen. Hier habe ich kein Problem damit. Perfekt. Nochmal wieder looten. Und nochmal Reis fressen. Oder warte mal, wie viel bringt so ein Dingens? Oh. Okay. Wie viel hat er jetzt gefressen? Ich habe nur einen genommen. Und nicht gleich 1000. Warum hat er... So, komm da weg. Nice, haben wir alle. Das waren jetzt aber keine questrelevanten Ogre. So, einmal 9 bitte. Und dann wieder Reis.
Ach komm, das wird reichen. Jetzt speicher doch. Dauert aber auch echt ewig. So, Snapperkraut. Ich will vielleicht dort vorne mal suchen wollen, nach den Dingens. Es hieß ja Nordosten von Morasul. Deswegen würde ich da gucken wollen. Nee. Die Schakale will ich jetzt nicht. Sandcrawler. Was ist denn das da? Das ist ein Tempel. Gehen wir da mal hin? Beziehungsweise eine ganze Tempelruinenstadt. Ist das hier von den Erbauern aus Jakinda, das, also der alten Zivilisation? Hängt das zusammen? Al-Shedim gefunden. Erfahrung plus 1000. Al-Shedim. Auf jeden Fall sind hier Snapper. Ich glaube, hier war mal, das war mal so eine Art Kanal. Hier sind viele seltsame Pilze. Und Zelte. Wutras. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innosvolkes. Was auch immer sie finden werden, es wird tot. Was hast du vor? Was hast du vor? Satoras sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Satoras sagte? Willst du mich im Kampf unterrichten? Wir müssen die Orks aufhalten. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Okay, benachrichtige Nomaden bei Al-Shedim. Satoras hatte gesagt gehabt, dass ich kommen werde. Du hast Satoras. Dir viel Zeit gelassen. Warum kommst du erst jetzt? Ich. Keine Ausflüchte. Wir haben Großes vor. Und keine Zeit, um sie mit Rechtfertigungen zu verschwenden. Ich werde dich in alles einweihen, so gut ich kann. Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Wie seid ihr von der Insel weggekommen? Die Fokussteine haben uns einen letzten Dienst erwiesen. Wir benutzten sie für ein Teleportationsritual. Leider mussten wir sie dafür zurücklassen. Wir haben die Steine nicht mehr. Aber unsere mächtigste Waffe ist unser Wissen. Und das ist nicht verloren. Okay, Gewehr mit Lebenskraft? Was mit den Orks? Was ist mit den Orks? Was soll mit ihnen sein? Sie sind bestimmt nicht wegen der Sonne hier. Sie wollen sich das göttliche Artefakt aus dem Tempel holen. Und das können und werden wir nicht zulassen. Also greifen wir sie an. Freiwillig werden sie nicht weggehen. Also wende dich an Wutras. Er wird wissen, was zu tun ist. Was muss ich wissen? Was muss ich wissen? Wir sind hier in Al-Shedim. Einer Tempelstadt des alten Volkes. Den Inschriften zufolge wurde hier der Schutz des Körpers aufbewahrt. Klingt wie eine Rüstung. Eine Rüstung, eine Robe, ein Gewand. Irgendetwas dieser Art wird es sein. Eins ist sicher, es ist eines der 5 Artefakte, die notwendig sind, um... Um was? Wir sprechen später davon. Erst findest du diese Rüstung. Finde die Robe. Okay. Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Wo ist das Artefakt? Im Tempel? Natürlich. Und habt ihr den Tempel schon geöffnet? Wir haben herausgefunden, dass du 5 Schlüssel brauchst, um den Tempel zu öffnen? Richtig. Einen der Schlüssel habe ich bereits besorgt. Ah, und nice. Die anderen? Die haben hoffentlich das letzte Jahrtausend unbeschadet überstanden. Dann werde ich sie mal suchen.
Irgendwelche Hinweise? Ich habe auf dieser Karte einige Stellen markiert. Es sind Berechnungen anhand des Fundorts des ersten Schlüssels. In 1000 Jahren kann viel passieren. Also erwarte nicht zu viel davon. Okay, was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Was passiert, wenn ich den Tempel öffne? Als vor 1000 Jahren die große Flut über das Land hereinbrach, versteckten sich viele im Tempel. Der Tempel überdauerte, eingeschlossen vom Wasser. Da kam niemand mehr raus. Ich vermute, dass durch die starke Magie die Skelette erweckt werden. Also nimm dir besser eine dicke Axt mit. Oder frag mal Myxia nach dem Artefakt der Totenwächter. Er hat da was erzählt. Vielleicht kann er dir helfen. Okay, lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. 30 lernt. Okay. Wo hast du den Schlüssel gefunden? Ganz in der Nähe. In einer steinernen Truhe. Wir befinden uns hier im Viertel der Priester. Wie unschwer an der Architektur zu erkennen ist. Die Inschriften und Artefakte, die wir fanden, deuten darauf. Okay, gibst du mir den Schlüssel? Besser, ich behalte ihn, bis du die anderen gefunden hast. Okay, lehre mich das höchste Wissen der Wassermagier. Gewähre mir magische Kraft. So, okay, warte mal. Nee, das nicht. Hier. Geschenk von Gonzalo. Ilja will das Artefakt aus dem Tempel. Kafu will sein Gold zurück. Kafus Wachen. Ramirez, der verschwundene Assassin. Warte mal. Wir sind hier. Und dort sind noch Orks, die wir ausschalten dürfen, müssen. Gibt es hier noch mehr Leute, mit denen ich quatschen kann? Kann ich da unten lang? Hier sind noch mehr Zelte tatsächlich. Nix hier! Vorsicht! Nichts anfassen! Schon gut, ich pass auf. Ich habe Stunden damit verbracht, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Du glaubst gar nicht, wie viele alte Steintafeln und Artefakte wir finden und wie aufwendig es ist, alles zu sortieren. Aber jetzt habe ich den Durchblick. Okay, wegen dieser alten Artefakte? Wegen dieser alten Artefakte. Ja. Das meiste ist unnützer Tand. Kochrezepte und Liebesbriefe, sowas halt. Nice. Hier, O-Schenkel in vollem Saft. Ein Liebesbrief? Ein Kochrezept. Es ist alt, aber kein nützliches Wissen. Okay, was mit den Artefakten der Totenwächter? Was ist mit dem Artefakt der Totenwächter? Totenwächter. Ihr müsst unter A37 liegen. Ach hier. Ich zitiere. Und Jarogo, der Wächter, stieg in der Gruft. Komm zur Sache. Hier ist es. Trug er sein Artefakt gesegnet mit der Kraft des Lichtes und des Lebens und gab denen Ruhe, die keine Ruhe fanden. Und was soll das jetzt heißen? Ich schätze, es wird sich um etwas handeln, das dir bestimmt nützlich sein wird. Okay, erzähl mir vom nützlichen alten Wissen. Das alte Wissen ist der Schlüssel zur alten Magie. Ohne dieses Wissen wirst du nicht in der Lage sein, die alten Sprüche zu lernen. Schrifttafeln, Artefakte, Inschriften, überall kann nützliches Wissen versteckt sein. Hier, diese Tafeln kann ich dir geben. Weißt du was über den fünften Tempel? Ah, der verschollene. AT-13. Alter, wie deutsch willst du sein, bitte? Informationen dazu zusammengetragen. Bitte die Kurzversion. Gut. Wir glauben, es gibt 5 Tempel und in jedem liegt ein Artefakt. Richtig? Ja. So sollte es auch sein. So war es aber nicht. Das letzte Artefakt, ein Ring, ist niemals im Tempel gelandet. Zum Glück für uns, denn sonst wäre diese ganze Geschichte schnell zu Ende. Wo ist dieser Ring dann? Lass mich dazu eine weitere Textstelle zitieren. Er aber ging nicht zum Tempel.
Und seine Schritte führten ihn weit weg aus dem Land seiner Väter. Heißt das, er ist nach Norden gegangen? Das ist anzunehmen. Über die Gründe können wir nur spekulieren. Wo soll ich den Ring suchen? Wo soll ich den Ring suchen? Such ihn im Norden. Vielleicht haben die Feuermagier noch Aufzeichnungen. Die Tempel der Feuermagier sind zerstört. Auch das Kloster in Nordmar? Dort haben sie doch eine Bibliothek. Das ist am anderen Ende der Welt. Ja, es ist ein gutes Stück zu laufen, aber du musst ja nicht sofort dorthin. Welche Fähigkeiten verleiht der Ring der Magie? Welche Fähigkeiten verleiht der Ring der Magie? Die Sache liegt etwa 1000 Jahre zurück und unsere Aufzeichnungen sind spät. Wahrscheinlich verleiht er seinem Träger magische Fähigkeiten. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Ja, es ist mir gelungen, einige Zauberformeln zu entziffern. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Okay, bring mir etwas über alte Magie bei. Schneller lernen. Ah, er kann das auch machen. Okay. Warte, wie viel Dings haben wir gerade? Ich habe, glaube ich, zu viel Verbrauch. Hier. Bring mir etwas über alte Magie bei. So, nee, das gebe ich nicht aus. Bring mir was über Alchemie bei. Komm, ich will Mana-Tränke brauen. Ah, Mana-Tränke. Ihre Macht entfaltet sich in ihrer Wirkung. Sie sind eine Quelle reiner magischer Kraft. Es gibt verschiedene Rezepte für diese Tränke. Also besorg dir eins, such dir die nötigen Zutaten zusammen und leg los. Okay, dann hier nur noch permanente Tränke. Kann ich machen. Einen Lernpunkt haben wir noch. Und dann nur noch, was alte Magie betrifft. So. Danach Verwandlungstränke. Das brauche ich vorher, um das da zu machen. So, Steintafel. Kann ich das lesen? Hier steht nichts Neues. Wie nichts Neues? Sorry. Und ich habe es nicht immer geschafft gehabt, stumm zu schalten. Alchemitisch. Dazu also, fehlen mir die Zutaten. Ich habe keine Fläschchen. Okay, schade. So, okay, wenn wir hier sind und wir brauchen noch ungefähr 10.000 Punkte. Steintafel der Priester. Da oben ist auch noch eine. Noch eine Steintafel. Sind hier Steintafeln überall versteckt oder wie? Warte mal. Hier. Altes Wissen. Ich glaube, auf diese Art können wir schnell auf 100 kriegen. Sonst gibt es hier nichts. Sind hier noch mehr von den Priestern? Von den Wassermagiern, meine ich. Priestern, sage ich schon. Also Satoras, Myxir, Riordian. Merdarion fehlt uns noch. Den will ich noch finden. Und Nefarius. Was Vatras angeht, frage ich mich, ist er auch hier? Oder ist er drüben geblieben? Hier ist keine Steintafel. So, Königsdistel nehmen wir mit. Drecksnapper. Speicher vielleicht einmal. Bevor ich mich mit denen anlege.
So, ich renne einmal hier durch. Und nimm alles mit. Da sind Untote. Ah, jetzt kommt der auch noch. Jo! Ich hatte kurz gehofft, dass ich das schaffe. War dann doch zu nah, einfach. Schade. Ich glaube, wir müssen einfach wirklich gezielter auch mal jagen gehen. So, euch zwei will ich. So, schaffen die es hier hoch? Jo. Die beiden haben wir. So, machen wir das. Und nochmal schnell speichern. Dann können wir die anderen da vorne auch mal erlegen. Ach so, jetzt kommt der. So, was mit denen? Hier gewinnen wir erstmal nochmal ein bisschen Abstand. Nochmal speichern. Leben haben wir noch erstmal genug, um den nächsten dann da zu erledigen. Perfekt. Und kommt nochmal auffüllen. Und speichern. Kümmern wir uns mal hier um die Untoten. Finde ich mittlerweile süß, gegen die zu kämpfen. So, was haben wir denn da? Keine Steintafel? Oder hier oben? Nope, keine Steintafel. Interessant, wie es hier irgendwie aufgebaut ist. Ja, da kommen sie halt zu dritt jetzt. Okay, das ist doch keine gute Idee. Aber die sind trotzdem sehr langsam.
Einfach mal so. Nice. Haben wir geschafft. So, sein Knüppel nehmen wir auch noch mit und er hat es nochmal heilen. So. 9. Nochmal 9. Und einmal die 4. Wir haben bald keinen Eintopf mehr. Wer? Wo? Ach du! Da! Da! Eine Mumie? Der boxt lieber, okay. Da. Da. Alter, da. Was? Alter, was? Ist das schnell? Nein. Alter, wie schnell ist er denn mit Boxen? Der ging echt daneben. 300? Alter, da muss ich jetzt einen Heiltrank nehmen. So, und ein bisschen Fleisch. Wie stark sind denn bitte die Mumien? Speichern. Kann ich den looten? So, Dämonenpilze. Beim Schild konnte nichts ausrichten. So, da sind noch ein paar Skelette. Hier muss ich jetzt einmal kurz. Hier muss ich einmal kurz rennen. So. Aber jetzt aber. Mit ihren rostigen Schwertern. Nochmal speichern. Gucken, was da noch ist. Wieder Mumien. Da soll ich ein bisschen mehr rausgehen. Da.
da! So, bitte, da. Jetzt. Jo. Okay, haben wir beide erledigt. So, wenigstens hat er wieder... Dings. So, hier vielleicht einmal... So, Heiltrank. Nochmal speichern. So, die Pfeile nehmen wir mit. Ich lock die mal vielleicht auf diese Art an. Ah, Skelett kommt auch noch. Jetzt muss ich aber rennen. Kann ich dich einfach... Der ging jetzt dann vorbei. Warum? Gegen die Mumien will ich eher weniger kämpfen, hier sagen wir mal so. Nein! So, der ist schon aber fast down. Der ging daneben? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Alter, wie der einfach hier durchbohrt ist. Ich hoffe, ich schaffe den jetzt. Alter, wieso ging der jetzt daneben? Ja, komm schon. Sind hier Schakale oder wie? Ich will hier das alles doch nur aufräumen, ja? Komm, ein oder zwei Schüsse. Ein Schuss. Alter, das hat aber viele Pfeile gekostet gerade. Sehr viele Pfeile. Ich speichere das. Wenigstens sind wir jetzt noch nicht drauf gegangen. So, sein Knüppel nehmen wir mit. Das wollten wir alles jetzt noch von den Untoten hier befreien. So, aber ich würde sagen, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.